an die Freundschaft zwischen den Kulturen. Denken Sie nicht auch, dass Fremde vielleicht Freunde sind, die Sie noch nicht kennen? Ein taiwanesisch-deutscher Konzertabend. Ein taiwanesisch-deutscher Konzertabend fand am 26. November 2006 in der Hamburger Musikhalle statt. Gemäß dem Motto, ein besseres Mittel zu friedlichem Miteinander als die Musik gibt es nicht. Musik ist die gemeinsame Sprache der Welt. Sie wird geboren im Herzen der Menschen. 5 taiwanesische Musikerinnen gestalteten den Abend mit westlicher und taiwanesischer, klassischer, folkloristischer geprägter sowie zeitgenössischer Kammermusik. Es kamen Werke der Komponisten Weber, Puccini, Francais als auch Shui Long und Sun Jian zur Aufführung. Der Gesang wurde von der Taiwanesin Chang Bi dargeboten. Pianistin war die gebürtige Taiwanesin Hui Bing Lang. Das Trio Formosa, bestehend aus Querflöte, Violoncello und Klavier, setzt sich zusammen aus Jing Hi Ho an der Querflöte, Ming Li Lin am Violoncello und Mang Chia Yang am Klavier. Aus Taiwan und bin Pianistin und arbeite in der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Und gerade habe ich Tanz in Argentinien gespielt von Gina Stella. Sehr verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen des Konsularkorps, meine Damen und Herren, liebe Landsleute. Im Namen der Taipei-Vertretung begrüße ich Sie sehr herzlich und freue mich, dass Sie unsere Einladung zum Konzert Formosa in Hamburg in so hohen Zahlen gefolgt sind. Musik ist die gemeinsame Sprache der ganzen Welt. So, dazu passend lautet der Untertitel unserer heutigen Veranstaltung: Taiwanesische Folklore
verbunden mit klassischen Klängen. Die Musik ist einfach da und braucht nur noch offene Ohren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Ich heiße Bi Chang, ich komme aus Taiwan, ich bin seit 4 Jahren in Deutschland, erstmal in Berlin, dann Essen und jetzt in Hamburg. Und ich habe in meiner Heimat klassische Gesang studiert und fertig abgeschlossen. Und jetzt mache ich eine Musical-Ausbildung, also zur Musical-Darstellerin in Hamburg Stage Art Musical School. Das ist eine junge Schule, aber wir machen dann da Tanz, Schauspiel und Gesang. Yeah.
Man Cha-yang. Ich bin Klavierlehrerin und dabei spiele ich auch mit Trio Formosa zusammen Klavier. Ich bin Xingyi Ho, ich spiele Querflöte und unterrichte auch Querflöte in verschiedenen Musikschulen und spiele mit verschiedenen Besetzungen auch und meiste mit dieser Trio Formosa zusammen. Ich heiße Ming Li Lin, spiele Violoncello und spiele auch mit anderen Kammermusikbesetzung und auch als Cello- und Klavierlehrerin bei verschiedenen Musikschulen dann unterrichte. Gefällt Ihnen in Deutschland zu leben? Ja, eigentlich sehr schön in Deutschland. Ja. Besser als Taiwan? Kann man nicht so sagen. Ist ganz andere Kultur und ganz andere Leben. Und wenn man sagen möchte, in Taiwan ist mehr stressiger, die Leute leben mehr unter mehr Arbeit oder mehr Stress und in Deutschland ist dann freier und lockerer. Ja. Dann haben Sie gesagt, was ist unterschiedlich? Haben Sie eine Meinung, wie ist Unterschied auch in Musik, in Kultur, in Taiwan und dann hier? Ja, also Musik ist doch auch eine Sprache. So wie wir sprechen, ist es auch unterschiedlich. Das hört man auch mit unterschiedlichen Akzenten. Egal wie gut man Deutsch spreche, hat man auch immer so einen kleinen Akzent dabei. Also das finde ich gerade auch interessant. Viele Leute sagen, oh ja, sie sprechen so interessante Deutsch. Und ich finde auch gerade so gut. Also wir lernen hier, wir kommen hier, um Musik zu lernen. Und wenn wir zurück, irgendwann eines Tages oder nur um kurz Urlaub zurück nach Hause zu kommen, dann werden wir auch diese westliche Musik, also von uns aus, westliche Musik uns vorzustellen. Nur im Musikbereich Frauen sind sehr aktiv oder auch in anderen Bereichen, auch Politik? Jetzt ja. Frauen sind auch sehr, sehr selbstständig in Taiwan und die haben auch eigene, die können jetzt auch eigene Meinung sagen, was die möchte und was die machen können und dann versuchen die dann das weiterzuentwickeln bei allen Bereichen. Dankeschön. Das chinesische Neujahrsfest. Das chinesische Neujahrsfest wurde am 24. Februar 2007 im CCH in Hamburg gefeiert. Es ist für Chinesen auf der ganzen Welt der bedeutendste Feiertag und richtet sich nach dem Mondkalender. Insgesamt dauert die gesamte traditionelle Neujahrsfestzeit rund 2 Wochen, in die diverse Rituale und Götterhuldigungen sowie Tabus einbezogen sind und wird bis in den 4. Neujahrstag zelebriert. Aberglaube und Rituale haben in dieser Zeit beinahe spirituelle Dimensionen. Die Tempel sind voll von Menschen, die mit Räucherstäbchen in den Händen um Glück beten. Auch das Essen spielt eine gewichtige Rolle. Viele der auf den üppigen Festmahlen gereichten Speisen gelten als Glückssymbole. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest steht unangefochten das Zusammenkommen der Familie. Gong Xi Fa Cai. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist uns eine große Ehre, Sie in der Runde zahlreich zum diesjährigen Neujahrsfest begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich möchten wir Herrn Professor Xie, Chief Representant der Republic of China, Frau Chen, Generaldirektorin des Taipei-Wirtschafts- und Kulturbüros Hamburg und Frau Fu, Abgesandte des Ministeriums für Overseas Foreign Affairs der Republic of China und Dr. Riergel, Vorsitzender der Bambusrunde, begrüßen. Unter dem Motto, welch ein Glück, ein Schwein zu sein, feiern wir heute gemeinsam das chinesische Neujahr, das Jahr des Schweins. Das Schwein als das letzte Tierzeichen im chinesischen Horoskop symbolisiert Glück. Da das Schwein aber in diesem Jahr zusätzlich mit einem der 5 Elemente, nämlich mit dem Element Gold, also Metall, zusammentrifft, was nur alle 60 Jahre vorkommt,
wird das Schwein als Goldschwein bezeichnet. Das Jahr des Goldschweins wird uns allen zusammen ein glückliches und erfolgreiches Jahr bescheren. Ich möchte erstmal gerne wissen,
Wie frohes neues Jahr auf Chinesisch heißt? Gong Xi Hua Cai. Also viel Glück. Also Gong Xi Hua Cai heißt ja viel Glück. Und natürlich, also heute feiern wir das Jahr des Schweins und soll uns allen, auch unsere deutschen Freunde, viel Glück bringen. Also ich bin langjähriger Mitglied. Ich bin Ehrenvorsitzender chinesischer Verein in Hamburg e.V. Und welche Funktion haben Sie bzw. was tun Sie für diesen Verein? Ja, wir also sind im Vorstandsmitglied und unser Verein hilft unseren chinesischen Landsleuten, also wenn die Probleme haben und dann also versuchen wir gemeinsam zu lösen, zu helfen, zu unterstützen und dann natürlich, also wir sind die Brücke zwischen Deutschland und China, versuchen die Wirtschaftsbeziehungen auszubauen zwischen zwei Ländern. Wie lange existiert Ihr Verein? Also unser Verein ist schon über 70 Jahre. Also 78, genau, ja. Also überhaupt, also wir haben für ältere Chinesen haben wir Seniorenclub und für die Damen haben wir Damenclub. Und dann haben wir Jugendclub und dann haben wir noch eine chinesische Schule. Wir haben ungefähr zurzeit etwas 160 chinesische Kinder und deutsche Kinder, die bei unserer chinesischen Schule Chinesisch lernen. Frau Chen, erzählen Sie uns ein bisschen über Ihr chinesisches Neujahrsfest. Oh ja, chinesisches Neujahr ist etwas einen Monat später als westliches Neujahr. Es fängt meistens Ende Januar oder Mitte Februar. Chinesisches Neujahr ist eigentlich ein Familienfest. Das heißt, alle Familienmitglieder, Angehörige kommen nach Hause zu dem Elternhaus und dann alle kochen zusammen und essen tagelang und was Schönes, was Besonderes, was Glückbringendes Essen oder Symbole. Ja, und alle wünschen sich gegenseitig für das viel Glück im kommenden Jahr und für Gesundheit und einige besonderes Essen, wie zum Beispiel Rettichkuchen oder Reiskuchen. Das bedeutet, dass man immer viel Reichtum und immer höher weitergehen, immer weiterentwickeln. Gibt es bestimmte Symbole, die man auf dem Tisch aufstellt? Ja, eine zum Beispiel ist Ananas. Ananas ist in Taiwan besonders, heißt die Prosperity, also die Entfaltung und die Reichtum. Und auch rote Tasche. Man steckt Geld drin und gibt die Erwachsenen geben diese roten Tasche den Kindern oder ja. Und das sollte auch gutes Glück bringen für die Kinder, für die Jüngeren. Wir haben auf der Bühne Drachen gesehen. Was hat denn das zu bedeuten? Drachen hat das wie die Ananas, also die Bedeutung. Es wird alles Glück bringen und alles sehr erfolgreich sein. Und es wurde sehr laut getrommelt. Hat das was zu bedeuten? Ja, das ist diese Feierlichkeit. Ja. Und dieser Löwentanz oder Drachen, besonders Löwentanz, diese Löwen. Ist also König der
Tiere. Und das, dieser Löwentanz ist besonders zum neuen Jahr, das mit dieser Trommel. Das machen die, diese Atmosphäre und diese Feierlichkeit besonders laut und fröhlich. Thank you.